Für Episode 3, die letzte große Geschichte, die Peter seinem Psychiater erzählt, sind wir für 1,5 Tage in einer Steuerberatungskanzlei eingefallen. An dieser Stelle recht herzlichen Dank an Dieter Kieslinger und Bianca Kolaritsch, dass sie das möglich gemacht haben. Janosch Mischowetz spielt in dieser Episode einen mit allen Wassern gewaschenen Rechtsanwalt, der die gegnerischen Parteien nach allen Regeln der juristischen Kunst über den Tisch zieht. Und? Noch einmal das Gleiche? Oder das jetzt das Gequälte. Das Gequälte. Läuft. Und bitte los. Schrei, Eselchen! Schrei! I-A! 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 Dankeschnitt. Haben dich die letzten Wochen so fertig gemacht, Eva, dass du so viele graue Haare hast? Ah. Ja. Allein der Gedanke. Allein der Eselszene haben wir schon hinter uns, ne? Ja, Gott sei Dank. Sie werden auch langsam wieder. Auch hier hatten wir natürlich einen engen Zeitplan, den wir mehr als einhalten konnten. Frau Innenminister? Ja? Wie war's? Super. Ich bin ganz begeistert. Du bist so schnell fertig, das ist alle 1,5 Stunden. Ja, eben, und jetzt ist? Halbe. Ja, eben, ich denke mal, es ist so schnell gegangen, weil ich bin begeistert. Wieder wurde mit einem großen Cast bestehend aus Miriam Slamar, Stefan Moser, Eva Weutz und Ursula und Maximilian Bruck gedreht. Das gestattete, die Drehpausen so zu legen, dass ich fast durchgehend drehen konnte. Und bitte los. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu unserer unverbindlichen Mediationsrunde. Ich freue mich sehr, dass Sie alle Zeit gefunden haben. Ich hoffe, wir alle hier sind guter Dinge, dass all unsere Streitigkeiten außergerichtlich beigelegt werden können. Bei einer erfolgreichen Einigung zur Zufriedenheit aller Streitparteien wartet als Bonus des Hauses eine Gratis-Pizza auf Sie. Du, Jana, du bist ja ziemlicher Fiesling, gell, in der Episode. Nein, ich spiele mich selber, das ist, weißt du, darum bin ich engagiert, weil da braucht man nicht viel machen. Weißt, das ist so. Typen besetzt. Typecasting. Text lernen. Ich muss Text lernen. Ich muss meine Miete zahlen, ich muss Kreditraten abstottern, meine Familie ernähren. Das Allerwichtigste, Text lernen. Und ein Kaffee trinken. Sie sind private Natur von privaten Nutzern für private Nutzer zur Verfügung gestellt. Das ist mit meiner Existenzgrundlage. Stellen Sie zukünftig Ihr Budget auf. Da gibt es ganz tolle Möglichkeiten über Sponsoring, über Crowdfunding im Internet bis hin zu staatlichen Förderungen. Ich brauche dieses Geld jetzt. Ich muss Miete bezahlen, Kreditraten abstottern. Ich muss meine Familie ernähren. Sie haben mich verklagt. Mein Konzert am heutigen Abend ist Lebenszeichen. Das wäre ein super Plakatfoto gewesen. Der Walking Stefan. Ja. Walking Istvan. Zu viel? Nein, was geht's? Schließt dir da unten dann rein. What the fuck? Das muss er üben. Das ist nicht so einfach. Wo? Da? Hier bestätigen Sie den Tod der beklagten Partei. Mein erster Kaffee heute, es ist kurz nach 15 Uhr. Genau gesagt. 15.10 Uhr. 15.10 Uhr und ich habe meinen ersten Kaffee hinter mir. Ja, ich auch. Jetzt geht's gleich weiter. Ja. Da ist er schon. Ich sitze da. Sorry, Janosch, du sitzt da unten. Ich sitze da. Rainer stellt gerade noch die Fenster zu und den Tür. Es geht um meinen Sohn. Er hat eine schwere und nachhaltige Schädigung. Und schuld daran ist die Unterhaltungsindustrie. Wenn es sich hier um Computerspiele dreht, da gibt es eindeutige Studien und positive Gerichtsurteile, dass da kein Zusammenhang... Nein, keine Computerspiele. Nein, das habe ich nie erlaubt. Da wird man ja blöd davon im Kopf. Naja, also eine Partie Minesweeper die Woche, das darf er schon. Auch der zweite und letzte Drehtag begann mit einer guten Stimmung und wieder konnten wir den Drehplan genau einhalten. Da ist mein ganzes Herz! Letzter Drehtag. Der Aue hat gesagt, das ist nicht der letzte. Ja, der letzte Aue. Ich stehe aber dafür auf. Was der Aue danach macht, ist unsere Frage.
Dank, sie schickt der Himmel. Der Himmel hat auch das Team hinter der Kamera geschickt. Karin Ullmann, Hannes Schnabel und Helge G. Suppan sorgten tatkräftigst dafür, dass wir den Drehplan tatsächlich minutiös einhalten konnten. Du stößt die Pizza an. Ja. Wenn ihr da seid, stößt du die Pizza genau da her. Und er macht nur Zacki-Zacki. Das ist der Chef. Ja. Okay. Mein Stammzeuge ist verhindert. Ausgerechnet heute, wo wir sofort sind. Sie verstehen, ich brauche einen unabhängigen Zeugen. Ich mache Sie. Jetzt, sofort. Die Einverständniserklärung. Zacki-Zacki. Finger weg von den Zeugenaussagen! Ja, damit, aber zacki, zacki! Because I'm happy, happiness is the truth. Das war's? Ja. Dafür muss er früh aufstehen müssen. Achtung! Drehschluss! Yeah!